Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen uns dem Great Vault zuwenden. Und ja, wir wollen mal gucken, was wir da rausziehen können. Ich war letzte Woche halbwegs, weiß ich, M Plus hatten. Oh nein, dann würde ich mich nicht queuen. M Plus haben wir nicht gemacht, weil ich habe ja meine ganzen 20er fertig und im Moment bin ich ein bisschen faul geworden, was M Plus angeht. Aber ich war im Raid drin. Wir sind einmal fix im HC durchgelaufen und ich habe da ein bisschen Transmog mitgenommen und mir fehlt noch genau ein Teil und zwar würde mir noch der Gürtel fehlen und ich hoffe einfach, dass da jetzt gleich ein Gürtel rauskommt. Jetzt bin ich überlegen, was ich hier an Loot-Spec einstelle. Eigentlich ist es komplett wurscht, weil ich aus dem HC nicht wirklich was brauche. Wir stellen jetzt einfach mal Bär ein, vielleicht habe ich noch irgendein gutes Death-Trinket oder so, falls jetzt an T-Mog nichts drin ist, dann können wir zumindest das noch mit rausziehen. So, wir haben einmal den Kopf, den habe ich schon. Dann haben wir einen Stab, den habe ich natürlich auch schon. Und dann habe ich einen Ring, den ich nicht brauche. Gut, gut. Vielleicht, warte mal, vielleicht kann ich den Ring nehmen für Versa, für PvP. Da wäre halt schon viel Versa drauf, ne? 175 Versa ist da drauf. Auf meinen anderen beiden ist weniger tatsächlich. Die aber sonst halt natürlich mehr Stats haben, ne? Weil sie wesentlich mehr Item-Level haben. Die Waffe kannst du auch knicken. Das ist jetzt halt der Worst Case, ne? Ja, komm, Leute, ich nehm den komischen Ring, diese Abzeichen, die bringen auch nichts mehr. Packen wir den auf die Bank. Besser als nix tatsächlich, aber ich habe jetzt gehofft, dass ich irgendein Item noch rauskrieg, das mir so halbwegs was bringt, ne? Vielleicht hätte ich doch lieber auf Heal das stehen lassen sollen. Dann wäre das wahrscheinlich ein Ticken besser gewesen. So, warte mal, ach, die Bank ist ja da drin. Packen wir den Ring gleich mal auf die Bank. Gleich benutzen kann ich nicht, aber wie gesagt, PvP, da ist Versa hoch im Kurs. Vielleicht lohnt sich dann sogar tatsächlich einen niedrigeren anzuziehen. Gut, mehr habe ich die Woche zumindest, was Gieren angeht, gar nicht gemacht gehabt für den Vault. Bin ein bisschen mehr T-Morgen im Moment, aber ja, vielleicht laufe ich die Woche mal wieder in den Plus und dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche auch das Gear wieder einen Ticken upgraden können. Ich bin jetzt so um die 250 rum, ein bisschen würde noch gehen an dem einen oder anderen Slot und ja, mal schauen, vielleicht eine Waffe würde ich halt immer noch brauchen, ne? Vielleicht lohnt es sich doch mal im Plus nochmal eine Chance zu geben. Gut, das war's mit dem kleinen Opening dann tatsächlich schon. Für die Woche. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Woche wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.